Zwischen Wuppertal und Düsseldorf soll ein Radschnellweg entstehen. Dazu treffen sich die Oberbürgermeister Geisel, Mucke und der Landrat des Kreises Mettmann-Händle in den nächsten Tagen. Für mich persönlich steht die Route, die dieser Radschnellweg nehmen soll, schon lange fest. Und zwar seit 2013. Damals haben wir nämlich eine Route gesucht, um von Wuppertal relativ zügig nach Düsseldorf zu kommen, um dort die lokale Critical Mass zu besuchen. Damals habe ich die Route relativ oft als Tour angeboten. Danach hat sich das irgendwann verselbstständigt, diesen Critical Mass zu bringen. Am Ende des Tages steht allerdings fest, diese Route ist super, diese Route kann man heute schon fahren und ich habe sie im Blog unter www.talradler.de unter diesem Video eingebunden. Also, wer Lust hat, jetzt schon mal mit dem Rad nach Düsseldorf zu fahren, es ist machbar, die Strecke ist schön und eigentlich für fast jeden fahrbar.